Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit dem Alex natürlich. Und ja, wir fahren hier wieder gechillt nach Prag und hier kommen ganz schön krasse Straßen, deswegen müssen wir uns heute mal ein bisschen auf die Fahrt konzentrieren, weil ich keine Lust habe, wieder Crashes zu bauen, was ich jetzt des Öfteren in letzter Zeit habe, weil ich ja mehr gelabert habe, mehr interagiert habe mit euch. Gerade am Sonntag, wo ich dann ordentliche Unfälle kassiert habe, habe ich ja mehr quasi über ein Thema gesprochen, dabei auch immer ein bisschen gestikuliert und so weiter und so fort. Und dann ist das immer ein bisschen krasser, als wie wenn ich mich wirklich komplett auf das Spiel und den Bildschirm fokusse. Und da passieren halt öfter Crashes, als wie wenn ich mich jetzt komplett mal hier konzentriere, wie jetzt gerade. Hoffe ich halt jedenfalls. Wir kriegen hier 25.000 Euro und wir müssen da ankommen übrigens. Wir haben noch 5 Stunden 15 Zeit da anzukommen. Wir brauchen 4 Stunden 18. Okay, das heißt diese Just-in-Time-Lieferung, da haben wir gut die Zeit reingefahren. Auf jeden Fall. Weil das war ja erst bei 6 Stunden 30 und wir hatten 6 Stunden 9 gebraucht in der letzten Folge. Also hat es Navi angezeigt, dass wir noch brauchen. Aber dadurch, dass ich ständig quasi 80-90 km/h fahre, konnte ich die Zeit ein bisschen reinfahren. Und wir dürften dann ungefähr 5 bis 10 Minuten, ungefähr 5 bis 10 Minuten Echtzeit ankommen. 4 Stunden Ingame-Zeit natürlich. Wie gesagt, so grob habe ich es immer so im Hinterkopf gehabt. 5 Minuten Echtzeit sind 3 Stunden Ingame-Zeit. Trifft es halt auch meistens. Und wir sind wieder bei 90 km/h. Nice. Erstmal direkt in den Tempomaten rein und habe meinen Finger jetzt immer über S schweben, also für Bremsen. Dass ich im Zweifel immer abbremsen kann, wenn hier irgendeine Scheiße wieder passiert. Und die Kurve da vorne wird nämlich echt krasser. Da musst du so runtergehen vom. Ich habe jetzt mal abgebremst, weil. Die Kurve hier ist schon. Na, okay, sie ist doch nicht so schlimm. Aber gut, kann man trotzdem mal einen Tick langsamer angehen. Mit 60, 70 km/h anstatt mit 90. Dann ist das nämlich schon ein krasser Unterschied. Auf jeden Fall. So, und wie ich auch schon gesagt habe, genau in der letzten und der vorletzten Folge gibt es thematisch halt in der Freitagsfolge nie großartig was anzusprechen. Natürlich auch heute nicht. Generell wird es, wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen in den Folgen, also auch in der Folge, die jetzt am Sonntag kommt und halt generell alle Eurotruck-Simulator-Folgen, die jetzt die nächsten zwei Wochen kommen werden, sind vorproduziert, weil ich eben in Urlaub bin und da kann ich in allen über keine Themen reden, beziehungsweise vielleicht fallen mir spontan irgendwelche YouTube-bezogenen Themen rein, wo ich nochmal drüber reden kann, wie zum Beispiel letzte Woche habe ich ja auch über YouTube und Uncut-Videos geredet. Sowas, so ein Thema, was aber nichts mit unserem eigenen Kanal und nicht zeitnah unbedingt sein muss, kann ich dann, glaube ich, schon mal ansprechen. Aber wie gesagt, diese großen thematischen, aktuellen Themen, die ich sonntags mal anspreche, wird es, oder auch vor allem immer Themen, die halt um den eigenen Kanal gehen, werde ich hier dann nicht ansprechen können. Ich kann hier nochmal ein bisschen über meinen eigenen Minecraft-Server sprechen, ein bisschen heute. Das habe ich mir noch so als Thema im Hinterkopf gelassen. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe davon auch noch Videos, genau. Ich habe ja vor 3-4 Wochen einen Spielmodus, der MLG heißt, released. Ich habe da noch länger dran gearbeitet, habe da noch ein paar Sachen hinzugefügt, noch ein paar Sachen verändert. Habe davon auch neben quasi privaten Runden, den man machen kann, wo man gegeneinander spielt, auch noch quasi so einen Trainingsmodus gemacht. Und zu dem Modus, wie er vor 3-4 Wochen war, haben wir Videos aufgenommen. Die habe ich immer noch nicht veröffentlicht, weil ich unbedingt diesen Modus erstmal fertig machen wollte und erstmal noch ein bisschen was dazu anpassen wollte. Und das habe ich jetzt aber alles. Und da ich jetzt die Woche nichts mehr machen werde, also ich, wie gesagt, ihr seht es wieder am Freitag, am Montag fahre ich in Urlaub und ich nehme es gerade am Sonntag auf. Das heißt, ich werde jetzt auch die nächsten Tage nicht dazu kommen, irgendetwas, weil halt eben ich mich um alle jegliche Hunderte von Videos kümmere, die in kompletten Sommerferien online kommen, habe ich eben keine Zeit, mich dann noch ums Netzwerk zu kümmern. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch irgendwie versuchen, quasi vor ein paar Tagen hoffentlich schon die Videos veröffentlicht zu haben. Irgendwann unter der Woche die Videos veröffentlicht zu haben, die ich damals mit Antonia aufgenommen habe über den Spielmodi. Und dann nochmal ein Video hinzukriegen, wo ich halt eben sage, was halt wirklich die Änderungen, also was halt wirklich die Änderungen sind und wie das Netzwerk funktioniert und so weiter und so fort. Im Generellen habe ich den Spielmodus noch ein bisschen angepasst und ein bisschen geändert und genau so sieht's aus. So, aber viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil viel mehr gibt's dazu, glaube ich, nicht zu sagen, was ich schon 10-mal gesagt habe. Ich kann im Endeffekt sagen, genau. In dem MLG-Spielmodus, was jetzt hinzugefügt wurde, was in dem Video, was vor ein paar Tagen gekommen ist, vielleicht mit Antonia nicht gesehen habt, ist, oder
keine Ahnung, ich kann es dir mal erklären. Wie gesagt, MLG ist ja erstmal grundsätzlich, dass man in der Gruppe, also in der privaten Lobby, erstmal mein ganzes Server-Netzwerk funktioniert so, dass man nicht, wie es auf GOMO oder so der Fall ist, man selbst quasi in den Runden reinjoint und andere Leute auch in die Runden reinjoinen und man damit ganz viel random spielt, sondern man kann einfach eine Party aufmachen und mit der Party joint man dann in eine Runde. Das heißt, man spielt nur mit seinen Freunden und nicht mit irgendwelchen Randys. Randys ist jetzt hier auch gar nicht als Beleidigung gedacht, sondern Randys wird ja teilweise auf dem GOMO-Server als Beleidigung verwendet. Aber ist jetzt hier wirklich als das, was es heißt, nämlich random, also irgendjemand, ein Unbekannter. Mit dem müsst ihr nicht spielen, sondern ihr könnt mit euren Freunden eine Party aufmachen, könnt dann auch in den Server reinjoinen. Und da kann ich auch mal ein bisschen was zu sagen, weil ich das, glaube ich, nicht unbedingt so in dem Video erklären werde. Und zwar, ihr könnt auch schon für meinen Server das Premium kaufen. Der hat einfach nur den Sinn, ich bezahle einen Server, der 20 Euro im Monat kostet, nur fürs Netzwerk und natürlich wäre da finanzielle Unterstützung in der Finanzierung geil. Das heißt, man kann sich auch schon Premium für meinen Server kaufen. Der Hauptaugenmerk dahinter sollte sein, mich zu unterstützen in der Serverfinanzierung. Oder natürlich, wenn da noch mehr Geld zusammenkommt, wird es natürlich dahin fließen, dass wenn wirklich mal ein paar mehr Leute auf dem Server spielen und ein paar Leute Premium kaufen, dass man es auch verwendet, um die Ressourcen, um den Server quasi, ja, um mehr Ressourcen quasi für den Server zu holen, bessere Server zu holen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, im November kommt dann noch Minecraft Bad Wars, vergesst den ganzen Standard-Shit, wie es Minecraft Bad Wars gibt. Es ist viel individueller und passt an die Netzwerkphilosophie von mir im Endeffekt. Ich will nicht diesen Einheitsbrei machen, sondern ich will immer Spielmodi machen, aber tausendmal individualisiert und hab da ein bisschen Timoli im Hinterkopf, was die so machen. Und dann kommt ihr vielleicht auf eine Idee, wie mein Bad Wars so ungefähr sein könnte. Aber jetzt kommt die große Sache. Das wird noch erst im November oder so erscheinen. Also da habe ich echt noch Monate für. Weil ich bin im Moment noch an ein paar Kleinigkeiten, hier habe sogar noch Zettel liegen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Ich bin im Moment noch so an so Sachen wie Reporten und so weiter und so fort. So grundsätzliche Sachen, die ich gerade noch mache. Oder Chatlogs habe ich jetzt zum Beispiel schon eingebaut, die funktionieren schon ohne Probleme. Und so, was heißt, ich bin an so grundsätzlichen Dingen gerade im Moment dran. Noch einmal erweitern, sowas wie Bannen, Muten, gibt es alles schon. Also es gibt schon Sachen bei mir, die manche großen Servernetzwerke immer noch nicht haben. Und alles, wie gesagt, selbst entwickelt. Und da bin ich im Moment gerade wieder, habe ich viele Sachen angepasst. Zu dem, was hier liegt, werde ich jetzt vor dem Urlaub nicht mehr kommen. Aber vielleicht dann wir zwischendurch wieder. Und also wenn ich dann wieder zwischendurch, zwischen dem Urlaub und der Gamescom vielleicht. Und es sind aber auch nur Kleinigkeiten. Das, wie gesagt, das ist ein Report-System, was ich mir da überlegt habe, mehr nicht. Und danach wird, wie gesagt, nachdem es alles durch ist, wird... werde ich vielleicht eine Zeit lang noch an was arbeiten, dass mein Netzwerk schneller wird, was mit der Datenbank zu tun hat, dass ich auf eine von anderen Datenbank wechsle. Wer sich ein bisschen auskennt, ich habe im Moment immer noch eine MySQL-Datenbank und ich würde gerne auf eine MongoDB wechseln. Weil die einfach tausendmal schneller ist und das für einen Minecraft-Server besser ist. Es gibt auch andere Systeme, wie zum Beispiel Cassandra oder sowas Datenbank, was zum Beispiel GOM benutzt, aber nee, nutze ich nicht, aber Bremsen, aber wie gesagt, das sind einige Entscheidungen, die ja noch gemacht werden müssen. Und dann, wie gesagt, ich plane halt wirklich ab Anfang September im Endeffekt, plane ich daran an, an die Metros zu entwickeln und nehme dafür, wie gesagt, 3 Monate habe ich mir wirklich dafür im Kopf genommen, weil MLG hat ungefähr 2 bis 3 Wochen gedauert, aber MLG ist von der Größe und von der Vielfalt her nicht im Ansatz so wie Bad Wars und, im Endeffekt könnt ihr euch auch MLG anschauen, um zu sehen, wie ungefähr Bad Wars sein wird. Also ich habe ja vorhin den Timolia-Vergleich gebracht. Ihr könnt auch einfach euch, wie gesagt, das angucken, was schon MLG gibt. Dann wisst ihr ungefähr, was euch da erwarten wird. Aber wie gesagt, zu allem wird es auch immer Videos geben. Da muss ich halt immer hinterherkommen. Und generell denke ich mal, ist das Netzwerk bis jetzt auf einem sehr guten Status schon. Und da gibt es, glaube ich, weiter nichts Großartiges zu sagen. Was kann ich noch sagen? Genau, ich muss erstmal durchatmen. Was kann ich noch sagen dazu? Wie gesagt, MLG hat noch ein paar mehr Sachen reinbekommen. Das heißt, erstmal, ihr könnt in den Spielmodus halt mit euren Freunden quasi reinjoinen. Das heißt, ihr macht eine Party. Und was ich mal erklären wollte, ist genau, wie gesagt, diese Premium-Features. Es gibt relativ wenige Premium-Features. Wenn sich jemand Premium holt, ist das eigentliche Grund, der sollte sein, den Server und den Ausbau des Servers zu unterstützen. Davon werde ich mir auch keine, cool, das steht auch extra drin und es ist auch so, ich werde mir davon kein Geld irgendwie selbst unter den Nagel reißen. Es geht alles davon, um den Server zu finanzieren und wenn da irgendwann mehr reinkommt, als der Server aktuell kostet, dann darum, um eben quasi den Server auszubauen. Und die Premium-Features sind nämlich gar nicht so heftig. Im Endeffekt, das Einzige, was jetzt ist,
wenn ein Game-Server zum Beispiel von MLG neu startet, das heißt, die Server starten halt eben, wenn eine Runde vorbei ist, starten die Server ja neu. Wenn der Server neu startet, haben die ersten 30 Sekunden, können nur Teammitglieder in diese Runde reinjoinen als Party. Und bis zu 5 Minuten können eben nur Premium-Partys in diese Party reinjoinen. Was man dazu sagen muss, ist, dass eine Party als Premium-Party zählt. Reicht es nicht, wenn da ein Premium drin ist, sondern müssen, oder wenn der Premium quasi, wenn jemand Premium hat und der Party Leader ist, sondern da müssen mindestens 50% der Leute halt eben Premium haben. Und die können dann quasi innerhalb der ersten 5 Minuten auch joinen. Und ja, genau, wie gesagt, im Moment macht das halt auch kein, also ist es zwar ein Premium-Feature, aber wow, der Server startet und nach 5 Minuten kann dann halt eben jeder drauf joinen und das ist auch in Ordnung so, weil im Moment die Server überhaupt nicht ausgelastet sind, weil kaum einer drauf spielt im Moment. Aber sollte das Netzwerk mal voller werden, ist das auf jeden Fall ein Feature, was da ist. Und da gibt es natürlich noch so Sachen wie gerade auch bei MLG, ich habe auch noch, wie gesagt, diesen MLG-Trainingsmodus, auch da habe ich ein paar Sachen noch nicht eingebaut. Zum Beispiel, da kommen maximal 16 Leute auf den Server und ja, wenn da 16 Leute drauf sind, dann kommt man auch nicht mehr drauf. ich habe da noch kein Kick-System eingebaut, aber da werde ich ein Gomme-ähnliches Kick-System einfach einbauen. Soweit das dazu, weil da macht es wieder Sinn. Und auch so zu Bad Wars zum Beispiel, ich werde auf jeden Fall erstmal diesen Privatmodus veröffentlichen und dann vielleicht später in Absprache mit ein paar Leuten, die sich da ein bisschen besser auskennen. Wenn ich da Kontakt zu ein paar Leuten, die sich auch ein bisschen besser mit Bad Wars befassen, dann werde ich auf jeden Fall da auch mal schauen. Übrigens, wir bekommen die Warnmeldung, dass wir hier in-game gerade jetzt, dass wir uns beeilen müssen, weil das eine Just-in-Time-Lieferung ist und wir haben noch 2 Stunden Zeit, bis die ankommen muss und wir sind 16 Minuten davon entfernt. Geilo. Voll nötig, diese Meldung, wenn wir sowieso bald da sind. Ja, wie gesagt, das ist mein Servernetzwerk. Dazu kam hoffentlich schon vor ein paar Tagen ein paar Videos zu. Und schaut da einfach mal vorbei, gibt es dann auch eine extra Playlist dafür. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da einige Leute mal drauf spielen. Und ja, genau, das alles dazu. Und damit würde ich sagen, können wir auch dieses Thema abschließen. Und ich bringe jetzt hier den Auftrag noch weg und dann holen wir jetzt auch noch einen neuen wahrscheinlich gleich, weil wir sind etwa 13 Minuten in der Folge. Generell würde ich jetzt sagen, auch diese Folge wird ungefähr 15 Minuten gehen und ab sofort werden quasi zumindest für die Vorproduktion, für diese 2 Wochen, wo ich jetzt nicht da bin, werde ich die ungefähre Folgenzeit auf 15 Minuten setzen. Und generell werde ich es wahrscheinlich in Zukunft so machen, dass ich eher sonntags weiterhin 20 Minuten als Ziel halte und dienstags und freitags dann immer 15 Minuten. Also eigentlich, ja, ist meine Zielsetzung so, dass immer bis auf Sonntag 15 Minuten Folgen Standard werden sollen. Ist ja auch kein so großes Problem, ob 15 oder 20 Minuten. Inzwischen sind ja irgendwie fast alle Videos auf YouTube maximal 15 Minuten. Gibt ja auch mal wieder Kehrtwenden. Aber gut, das ist ja was anderes, ein anderes Thema, was ich hier nicht ansprechen möchte. So. Okay, da sind wir da und können den Auftrag abliefern. Perfekt. Mal gucken, was jetzt an Kohle reinkommt. Kontostand, Basisvergütung, Erfahrungsbonus, Fernfahrt, zerbrechliche Fracht, dringende Lieferung und Abzug für Schaden. Alles klar, 20.000 haben wir bekommen, das ist schon mal gut. Da können wir uns jetzt einen anderen Auftrag suchen. Okay, vom Steinbruch aus haben wir auch einen. Ich nehme den hier. Der hat eine schöne, lange Schiffsweg und es kommt dazu, dass der direkt hier vom Steinbruch ist. Das heißt, wir verlieren keinen Kilometer. Wenn ich jetzt einen aus den ersten Auftrag nehmen würde, der aus Prag-Stadt ist, dann müsste ich erst in Prag-Stadt, also in die Stadt von Prag reinfahren. Und das dauert eine halbe Stunde Ingame-Zeit. Und das ist natürlich verlorenes Geld. Deswegen nehme ich den Auftrag hier an. Allerdings, so behindert wie es ist, müssen wir jetzt erst einmal hochfahren, den Auftrag annehmen und dann wieder runterfahren und den Auftrag abholen. Was immer ein bisschen dumm umgesetzt ist, gerade in dem Steinbruch. Normalerweise bei normalen Firmengeländen ist das nicht so ein Problem. Aber hier beim Steinbruch ist es halt mega belastend, weil es ja da wirklich ein etwas weiterer Weg ist nach oben. So. Aber wir sind ja ganz schnell, ohne Lieferung sind wir ganz schnell, später mit Lieferung wieder hoch, sind wir etwas, wird sich das alles etwas ziehen, je nachdem wie schwer die Lieferung ist. Aber jetzt gerade geht das ja noch absolut klar. Ich werde hier erstmal wenden. Okay, ich muss jetzt erstmal kurz rückwärts fahren und wenden. Komm schon. Und zack. Perfekt.
Okay, dann holen wir uns jetzt die Fracht ab und zwar hier nach Großbritannien für 52.000 Euro. Ja, ich weiß, es ist eine relativ weite Fahrt, aber wir können es trotzdem mal machen. Und wie gesagt, generell alles, was jetzt an Fahrt passieren wird, wird natürlich auch in der Folge passieren, weil ich jetzt, ja, wie gesagt, vorproduzieren werde. Ab nächster Folge wird vorproduziert sein, das heißt Sonntag, die Folge wird das erste Mal eine sein, die quasi keinen Themenbezug hat. Ich muss auch noch gucken, wie ich die Folgen dann alle benenne, wenn die keinen Themenbezug haben. Aber ja gut, das ist ein anderes Thema. Dann werden die wahrscheinlich so kreative Titel haben wie, keine Ahnung, Fracht abgeholt oder irgend sowas Billiges. Oder wie Fahrt nach England oder so. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch einfach Fahrt nach England 1 bis 3 und so eine Scheiße nennen. Wenn ich richtig einfach jetzt los bin. Wenn nicht, fällt mir noch irgendwas ein. Oder weiteren Fahrer eingestellt. Was ist, ohne Scheiß, sowas wie weiteren Fahrer eingestellt. Oder wie neuen LKW gekauft. Gibt es bestimmt schon 3, 4 Mal in der kompletten. Als kompletten Titel. Aber es ist auch immer schwer, dass einem so ein Individualtitel einfällt, der dann gerade bei sowas, wenn man über keine Themen redet, wirklich Sinn ergibt. So, okay, wir sind da. Perfekt. Und die Aufliegerschuhe sind eingefahren. Oder Aufliegerstützen. So, was sag ich mit Schuhe? 12 Tonnen geht noch. Ich weiß gar nicht, wie viel unser Dings hier maximal fahren kann. Aber der ist noch relativ zügig unterwegs, auf jeden Fall jetzt gerade. Mit den zwei, ja, mit den 12 Tonnen drauf. Mal schauen, wie der Weg hier hoch jetzt sein wird. Aber wir haben jetzt direkt einen Auftrag angenommen, obwohl ich das gar nicht wollte, weil wir nur noch 2,5 Stunden bis zur nächsten Pause haben. Aber es sollte, denke ich mal, auf jeden Fall irgendwo wieder eine Raststätte sein, wo wir diese Pause machen können, auf jeden Fall. So, aber wir sind auch schon bei 17 Minuten in der Folge. Von daher, sobald wir aus dem Steinbruch raus sind, beende ich auch die Folge. Und dann geht es nämlich die nächste Folge am Sonntag weiter. So, okay. Dann würde ich mal sagen, war es das von der heutigen Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.